Keine Sorge, ich werde helfen. Endlich bist du tot. Verdammt! Brauchst du Hilfe? Das sieht ernst aus. Kann ich helfen? Ich muss. Ich schließe mich an. Alter, schweniger Werkzeug macht. That looks like a mess. I should stay clear of. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow. Na los! Und ich bin weg. Willst du, dass ich rüber? Lass ihn aller Welt, sollen wir mit Papieren! Sie lesen! Wenn wir nur etwas Zeit hätten! Dokumente. Ist sie lieber, wenn ich anhalten würde? Sachte. Wetten, ihr trefft meine Schwester nicht? Hör auf! Meine Schwester verpasst euch eine Kraft. Prügel! Auf geht's. Weiter, Mädchen. Sachte. Ganz hoch. Jacob, Vorsicht! Was hast du? Es sind Papiere, Jacob. Dokumente, Forschung. Wir werden abspringen müssen. Was ist mit der Kiste? Vergiss sie. Spring! Sofort! Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt! Den Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden-Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht.
zu, du siehst bezaubernd aus. So ein ganz nervöser. Der hat nichts Gutes im Sinne. Ich sag dir was, mach wie immer deine Runde. Wenn er auftaucht, behalte ich ihn im Auge. Wenn wir zurückkommen, ziehst du ihn in den Zug. Agnes, sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ist nicht wahr. Mir ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher? Sicherer geht nicht. Da ist er! Der Gauner. Verstecken Sie sich vor jemandem? Pass auf, wo du hinläufst. Oh, tut mir leid, Miss. Für dich, Mrs., du Halbaffe. Blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Gang? Welche Gang soll das sein? Ich glaube, sie ist in einem Zug. Klingt nach den Bastarden, die Kaloch besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern, die schalten wir aus. Verstecken Sie sich da oben! Du bist eine tote Frau!
alles in Ordnung, Liebes? Natürlich. Warum auch nicht? Du hast eine ganze Gang auf den Fersen. Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Sei doch nicht albern. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Wer bist du? Nigel Bumble. Warum folgst du uns? Ich will in ihre Gang. Ach, um Himmels Willen, jetzt weiß er, wer wir sind. Na gut, Kleiner. Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen, wenn du keine Angst vor Dreck hast. Ehrlich? Fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Was für ein schöner Tag. Mit Miss Dawn und den Papieren und allem. Einfach wunderbar. Wir haben keinen Idensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier.
Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Kenway? Der Pirat? Meister, Assassine und Pirat, genau. Sie haben recht. Dort. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten von dem Notizbuch. Das macht die Sache schon schwieriger. Wollen Sie trotzdem hinein? Wenn das eine Templerfestung ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge. Wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Dich nehme ich mir selbst vor. Du kannst nicht entkommen. Stopp! Du kannst mir nicht davonlaufen. Sie!
Etwas aus Edward Kenways Zeit. Kommst du hier nicht? Ich gehe und sehe nach, was das für ein Geräusch war. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Was haben die Templer übersehen? Etwas, das nur wir sehen. Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Eine ganze Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Ja, Miss Thorne. Wir? Das könnte der Auslöser sein. Wollten Sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ich dachte dabei mehr an Sie und Ihren Bruder. Aber ich bin gerne bei der Planung behilflich. Vom Zug aus. Jacob ist auf Streifzug. Die Stelle ist also frei. Falls Sie doch noch Ihren Horizont erweitern wollen,
Oh, nun, Miss Frey, ich... Nun ja, Miss Frey, ich... Überleg es mir. Dann tun Sie das. Na los, zurück ans Tageslicht.